Moin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du reinschaltest zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, und zwar dem Adventskalender. Die Weihnachtszeit ist ja eine ganz schöne Zeit und dementsprechend dachte ich, ist auch mal wieder so Zeit, ein bisschen was an euch zurückzugeben. Wir bringen mal richtig ein bisschen Abwechslung in den nächsten Tagen hier auf meinem Kanal, und zwar, ja, wie ihr hier seht, Adventskalender. 24 Türchen habe ich für euch, 24 unterschiedliche Spiele gibt es hier auf meinem Kanal in den nächsten Tagen. Und ihr habt die Möglichkeit, so ein bisschen mitzuentscheiden, was wir Anfang nächsten Jahres als erstes spielen werden. Ich will so ein bisschen dann natürlich darauf eingehen, was euch auch gut gefällt. Natürlich dementsprechend auch, was mir gefällt. Da habe ich schon mal ganz eine Menge gute Spiele zusammengesucht. Denke, für jeden ist was dabei. Also jedem Türchen versteckt sich was. Ein kleines Hinweisbild seht ihr ja bereits auf den einzelnen Zahlen. Aber was sich im Detail dahinter verbirgt, das sehen wir natürlich immer am Tag, wenn wir das Türchen öffnen. Das wird aktuell täglich morgens um 8 Uhr sein, bis Weihnachten. Dann ist abgeplant eine Woche ungefähr eine Abstimmungszeit. Dann eine extra Umfrage dementsprechend, was gefällt euch am besten. Und gleichzeitig werde ich eben schauen, welches Video hat von euch am meisten Aufrufe und Likes bekommen. Und das werden die Spiele sein, die wir dann im Jahr 2018 zu Beginn spielen. Ich denke, auch sonst werden wir den einen oder anderen Kandidaten hier aus dieser Serie, aus der Adventskalender-Serie, im nächsten Jahr wiedersehen. Also denn ich freue mich natürlich, wenn ihr mich auch hier so toll unterstützt wie bei allen anderen Projekten. Und dann will ich gar nicht lange drum reden, denn heute ist der 1.12. Und am 1.12. was machen wir? Natürlich, wir öffnen das erste Türchen. Demolish and Build Company spielen wir als erstes Spiel. Das erste Türchen ist geöffnet und ja, es wird auf jeden Fall für mich auch eine spannende Zeit, denn ja, es gibt hier jetzt natürlich jeden Tag ein anderes Spiel. Heißt, man muss sich auch jeden Tag ein bisschen reinfuchsen in das Ganze. Ich würde hier einfach mal starten. Wir laden mal. Es ist natürlich Demolish and Build. Wir sollen zerstören und bauen. Vielleicht eine ganz lustige Sache. Mal schauen, wie wir hier so reinkommen. Erster Einblick hier mal kriegen. Dein persönlicher Berater, hey Boss, lassen Sie uns beginnen. Machen wir, unser Unternehmen steckt tief in den Schulden. Wir müssen es wieder zum Laufen bringen. Ja, nichts lieber als das. Ich bin verantwortlich für Schreibarbeit und kann dir persönlich nicht helfen. Aber ich habe einige Tipps. Ja, vielleicht sollte ich die Schreibarbeit übernehmen, sonst wären wir vielleicht auch nicht in den Schulden da. Der beste Weg, um an Geld zu kommen, ist es, Abrisse zu tätigen. Nimm einfach den Pickup-Schwack und folge dem Wegpunkt, um deinen ersten Vertrag zu beginnen. Ja, machen wir. So, Pickup ist hier. Ich habe natürlich jedes Spiel schon einmal getestet, um zu schauen, dass es überhaupt funktioniert. Ne, so ganz bisschen. Ist aber trotzdem, ich bin noch komplett, habe genauso viel Ahnung wahrscheinlich wie ihr teilweise, obwohl einige von euch haben vielleicht sogar mehr Ahnung. Wer von euch kennt das Spiel? Würde mich natürlich schon mal interessieren, ob der ein oder andere dabei ist, der das Spiel kennt. So, da hinten müssen wir hin. Ne? Szenario 437 Meter entfernt. Da werden wir unseren ersten Auftrag tätigen, hier mit unserem schönen schwarzen Pickup. Ja, ist ja ganz schick. So, genau. Ansicht wechseln. Das kennen wir schon aus anderen Spielen. Das ist nichts Neues hier. So, da unten sehen wir auch eine Karte. Ich glaube, da wird gleich automatisch, ist da so ein Navigationsgerät mit eingearbeitet. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ein Schadmodell wird es hier wahrscheinlich nicht geben. Ne? Aber die Maus ist sehr sensibel eingestellt, fällt mir gerade auf. Also das Bild könnte zwischendurch mal ein bisschen ruckelig sein. Aber ja, auch das hier, ne, ist das erste Spiel. Das erste Türchen in der Adventsserie. Bin gespannt natürlich, wie es euch gefällt. Und ich sage es gerne nochmal, ich habe es gerade eben in der Einleitung ja auch schon erzählt. Jeden Tag ein neues Spielchen hier auf meinem Kanal. Unterschiedlichster Art und Weise. Und ja, mal gucken, ne? So, wo sind wir jetzt hier? Entdeckung, Industriegebiet. Ach, jetzt haben wir ein neues Gebiet entdeckt. Verwende Parkschilder, um gekaufte Fahrzeuge zu aktuellen Standorten zu transportieren. Du kannst es auch zum Bla. Habe ich nicht mehr gelesen. Szenario 180, entdecke Weg. Gut, da fahren wir hin. Neuer Lernprogramm, Parkplatz, Schilder. Ja, also wir wollen jetzt, ups, das war knapp, nicht alles lernen. Hier können wir hinfahren. Und hier haben wir gleich unseren ersten Auftrag wahrscheinlich zu erledigen. Entdecke Immobilien 2. Ja, also das Spiel ist ein bisschen umfangreicher, ne? Das ist jetzt nicht, ich werde nicht alles zeigen können in einem so einem Tagesvideo. So, wie komme ich hier wieder raus? F wahrscheinlich, ne? Mit F bin ich auch eingestiegen. Wir haben unseren guten Hammer. Guck mal, damit können wir schon mal ein bisschen was kaputt kloppen. Hier können wir Fahrzeuge mitholen irgendwie. Und hier können wir neue Verträge, Lernprogramm T. Die Verträge sind Haupteinnahmequelle für dein Unternehmen. Jedes Vertrag erfordert eine spezielle Maschine oder Werkzeug. Interagiere mit den Abrisszeichen, um weitere Details zu sehen. Ja, schließen oder weiter. Okay. Interagieren mit F. Es gibt ein unvollendetes Betonlager, das wir besitzen. Das Büro ist innen nicht mehr in Gebrauch und kann abgerissen werden. Entferne auch bitte die alten Kanister. Vertrag akzeptieren. Wir kriegen noch ein bisschen Kohle für.
Die Verträge sind Haupteinnahmequelle. Müssen wir natürlich klar machen. Jetzt sehen wir hier schon mal, was sollen wir tun? Wir sollen erstmal zerstören. Zerstören können wir noch gut. Hier zerstören. Achso, können wir einfach drauf rumkloppen hier. Oh, ist ein bisschen laut, ne? Da hört man, glaube ich, gar nichts mehr von der schönen Weihnachtsmusik, aber noch ist ja auch nicht Weihnachten, ist also nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, man kann mich dann noch einigermaßen verstehen, ansonsten müsste ich über den Spielsound mal kurz mir Gedanken machen. Fahrzeugespiel. Hier, Spieleinstellung, Audio, Soundeffekte mache ich mal so ein bisschen weniger, ne? Extra so ein bisschen schöne Weihnachtsmelodie, Playlist. Spiel verlassen? Nein. Spieleinstellungen können wir jetzt einfach weiter. Hier haben wir noch eine Übersichtskarte. Das ist Sunrise Valley, gibt es Industriegebiet, Seedorf, Sir. Also wir können hier eine Menge erkunden. Richtig umfangreich auf das Spiel. Zuerst dachte ich, oh, was ist das denn? Und naja, mal gucken. Kloppen wir ja erstmal alles kaputt. Wir sehen schon, dadurch kriegen wir ein bisschen Geld. Und wenn wir den Auftrag erfüllen, kriegen wir natürlich wahrscheinlich nochmal einen Boni. Und ich glaube, vielleicht geht es auch ein bisschen nach Schnelligkeit. Alles kurz und klein hauen. Später kriegen wir natürlich auch richtige Fahrzeuge, habe ich gesehen. Richtige Abriss, Birnen, Bagger und so weiter. Alles, was man so brauchen kann. Hier müssen wir jetzt tatsächlich erstmal Hand anlegen. Und einfach die Träger wegkloppen. Dann wird das wohl irgendwann in sich zusammenbrechen, das Gebäude. So. Nächster. Zack, zack, zack. Verletzen können wir scheinbar nicht. Neues Lernprogramm Arbeiter-Sirene. Was ist das denn? Verwende Arbeiter-Sinne. Ach, Arbeiter-Sinne. Standard R, um Ziele zu markieren. Ja. Aha, aber wir haben ja noch keine Arbeiter. Vielleicht können wir später auch noch Arbeiter organisieren. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ne? Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir starten. Da oben gibt es Erfahrungspunkte, sehen wir. Wir sehen, zerstört Bonus gibt es. Insgesamt haben wir überhaupt kein Geld und es ist gerade 12 Uhr mittags. So, hauen wir mal kaputt alles. Reiße Säule ab, da oben steht es 158 von 158, brauchen wir natürlich auch nicht weitermachen. Ne? Hier ist so ein Kanister, genau. Ups, den habe ich nämlich gerade eben schon gesehen, der ist... Kann ich den noch mitnehmen? Mit F? Ja, okay, mit F. Und hier drüben hatten wir den... Wäre ein Container. Da schmeißen wir es jetzt einfach rein. Ja, guck, Kanister zu den Container bringen. Eins. So, wir müssen uns noch ein bisschen umgucken. Irgendwo werden... Ja, hier. Die ersten Missionen sind natürlich easy, ne? Das soll man, sollen wir auch erstmal reinkommen ins Spiel. Und da, wie gesagt, also natürlich, wenn es euch gefällt, immer liken. Gerne natürlich reinschalten. Ja, das auch einer. Und dann schauen wir uns Anfang nächsten Jahres an, welches... Spiel, in welcher Reihenfolge, also das Spiel, was nachher die meisten Aufrufe hat, die meisten Likes und in der Abstimmung am besten abschneidet, wird mit Sicherheit das Spiel sein, was ich als erstes im Jahr 2018 Let's Play, aber soll natürlich nicht das einzige sein, denn da sind mehrere Spiele bei, wo ich auch echt Bock drauf habe, ein paar Folgen zu machen, ein bisschen zu spielen und dementsprechend wird es bestimmt mehrere neue Let's Play Serien im nächsten Jahr geben, aber das soll so ein bisschen die Reihenfolge bestimmen, was ihr denn eben auch dem ja, ein bisschen hier mitbestimmen könnt. So ein kleines Dankeschön von mir eben auch für eure tolle Unterstützung. Oh, wo haben wir denn? Hier waren wir schon. Hier vielleicht noch. Ja, guck, da ist der vierte. Das war doch easy. Greifen. Kann ich ducken? Ja, ducken kann ich auch. Ich glaube, das ist ähnlich wie... Ups, jetzt habe ich hier irgendwie eine Schraubzwinge. Das wollte ich nicht. Ja, das ist ein bisschen C drücken und F gleichzeitig mit... Ja, okay. Kriegen wir hin. Kanister zum Container bringen. Weg damit. Und Vertrag abgeschlossen. Ich habe noch gar nicht losgelassen. Drücke Enter, um ihn abzuschließen. Es gibt ein Beton. Achso. Belohnung 1000. Kontrakt beenden. $70 XP, Erfahrung bekommen, $1286. Spielgeld, wie auch immer, haben wir jetzt aufs Konto bekommen. Hervorragend. Und da klingelt auch schon wieder das Telefon. Wir sind heiß begehrt. Eingehen, Anruf, drücke Enter, um zu antworten. Gut gemacht, Boss. Machen Sie weiter und sichern Sie einen weiteren Auftrag. Wie denn, wo denn? Neues Lernprogramm, Lizenzstufen. Um neue Maschinen und Werkzeuge zu entsperren, brauchst du neue Lizenzstufen. Jede Stufe erfordert eine bestimmte Menge an Erfahrungspunkten.
sowie ein von dir bebautes Grundstück. Überprüfe den Lizenz-Tab für weitere Informationen. Achso, das, ach, die andere Hilfe sehen wir hier noch. Gut. Lizenz-Tab, warte mal, wie komme ich denn da hin? Lernprogramm, Arbeitersinn, Menü, Escape. Achso, also tatsächlich, hier ist Immobilien, du hast keine Grundstücke. Verträge. Ach so, das sind, glaube ich, neue Angebote. Wir haben Land im Industriegebiet erworben, aber es ist überwuchert. Planiere das Gelände, um Unkraut zu vernichten. Wahrscheinlich ist der beste Weg, einen Bulldozer zu verwenden. Hört sich logisch an. Einige alte Hütten fallen auseinander. Wir müssen diese entfernen, bevor sie jemand daran verletzt. Auch Bulldozer und Flex, in Klammern fehlt, haben wir noch nicht. Arbeitsaufträge haben wir nicht angenommen. Lizenzen, hier. Erfahrung verdient so und so viel, beende den Bau von Campingplatz. So, also da müssen wir auch noch irgendwo was bauen. Entsperrt dann Fahrzeug Tieflader-LKW, Werkzeug Nagelpistole und neue Bauarbeiter. Cool. Fahrzeuge. Pickup Bulldozer. Achso, also den Bulldozer haben wir ja schon. Das ist ja nett. Spiel. Achso, das ist die Einstellung. Ich habe Vollbild. Eigentlich wollte ich im Fenstermodus spielen, ging aber nicht so richtig. Kennst ja, ich spiele sonst eher im Fenstermodus. Naja, okay. Wir gehen mal wieder zurück. Achso, nee, wir müssen ja einen Auftrag annehmen jetzt, ne? Welchen nennen? Wir können ja nur einen annehmen. Immobilien. Auf Karte anzeigen? Nö, ach komm. Oder doch? Auf Karte anzeigen? Wo sind wir? Sind wir hier? Unentdeckt? Spielerposition. Achso. Also, ja, irgendwie. Guck mal. Ich glaube, der ist jetzt auf dem Navi-Gerät angezeigt, oder? Wir fahren hier erstmal raus. Da hinten das Szenario. 160 Meter, das ist ja nicht weit, ne? Dass er gleich nebenan fasst. Gut, dass die Baustellen hier so nah beieinander liegen. Also wir können hier Großes errichten, ne? Viel zu tun gibt es hier. Ich glaube, wir können richtig bauen, unsere Firma ausbauen. Also auf jeden Fall ein cooles Spiel. Hier, guck mal, da sind wir doch schon. Parken, ja, parken wir einfach immer vom Schild hier, oder? So, aussteigen. Und Demolition in Progress. Sprinten? Nein. Interagieren, ja. Wir haben Land im Industrie, haben wir schon gelesen. Vertrag akzeptieren. Ach, bringt uns nur 800 Belohnung. Der ist ja schlechter als der erste Auftrag. So, planieren. Gefahrenstoffe. Vermeide Fahrzeugkollision mit Gefahrenstoffen. Du kannst sie von der Abbruchzone wegtragen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Okay. Das könnten wir machen. Wo haben wir denn Gefahrenstoffe? Hier ist Gefahrenstoff. Wo tragen wir das hin? Einfach hier in die Seite, oder? Darf ich das hier nicht hin tun? Doch. Aber ach nee, wir sollen ja. Da oben steht es. Fahre über Büsche 14 und planiere den Erdhaufen 120. Wenn wir das Teil wieder zwischen die Büsche. Das ist ja dämlich dann. Wir bringen das auf die andere Straßenseite einfach. Dann kann uns da nicht so viel passieren, weil ich denke, ansonsten geht irgendwas kaputt. Hier Giftstoffe laufen aus und wahrscheinlich müssen wir alles, was wir verdienen würden in dieser Mission, dann gleich wieder bezahlen. Na, guck mal. Ne, hier ist noch einer. Aber das weiß ich nicht, ob wir den wirklich wegtragen müssen. So, und unser Bulldozer, irgendwas war mit diesem Parkplatz P. Da kann man irgendwas mit Fahrzeugen, stand da doch vorhin im Hilfemenü. Taste F. Hier, Bulldozer, Fahrzeug liefern. Kostet uns nichts, wird einfach so geliefert. Nice, Bulldozer da. Müssen wir noch irgendwas anderes wegräumen? Also ich denke, alles was rot ist, das ist wie gesagt so ein Zeichen giftig, Explosion oder so. Das ist so ein Ding, da darf man auch nicht gegenfahren. Weil es rot ist, ich glaube, wenn wir das wegschieben, kriegen wir auch Strafen, müssen, was weiß ich, kriegen weniger Bonus. Keine Ahnung, wie das genau zusammenhängt. Werden wir früher oder später bestimmt noch entdecken. Ein schönes Gebiet hier. Da hinten, ist das schon, ist das unsere Halle? Ist das unsere Firmenzentrale vielleicht? So, wie kommen wir hier rein? F vielleicht. Ja, da haben wir noch so ein kleines Gerät. So, warte mal, oben. Linke Maustaste, rechte Maustaste geht hoch, runter. Das ist schon mal einfach. Mehr kann das Gerät auch gar nicht. Aber das kriegen wir hin. Guck mal. Ein bisschen Innensicht fahren. Na, wie ein LS. Hier, das Hilfemenu oben könnten wir auch ausblenden, wenn wir es nicht sehen wollen. Und die Mission. Also hier sollen wir planieren. Ne? Da fahren wir einfach mal rüber. Ich fahre mal das Teil vorne ein bisschen runter. Und dann schieben wir einfach mal, ne? Da guck. Und schon geht der Planierbalken richtig hoch.
Das sollen wir schön verteilen hier. Ja, ist gut wendig, das Teil. Also auch schön leichtgängig. Also ich bin es bei Gold Rush ja noch nicht gefahren, das Teil, ne? Aber ich muss sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass der hier deutlich besser fährt als der in Gold Rush. So, guck mal, jetzt haben wir schon die Hälfte planiert. Zerstörungsbonus kriegen wir. Nehmen wir gerne mit. Aber wir wollen natürlich auch irgendwann bauen. Wir wollen nicht nur zerstören. Wir wollen auch Sachen erschaffen. Aber müssen wir gucken, wie weit wir heute kommen. Also es wird auf jeden Fall länger, ne? Also ich sag euch, es wird auf jeden Fall nicht so wie... Ihr kennt es ja sonst, eine Let's Play-Folge wird an die 15 Minuten. Zwischen 15 und 20 Minuten vielleicht. Die Adventsserie will ich für euch ein bisschen länger machen, damit ihr auch einen besseren Eindruck eben vom Spiel kriegen könnt und auch eher nachher beurteilen könnt in der Abstimmung, ob es euch gefallen hat oder nicht. Trotzdem, auch wenn euch das Spiel nicht ganz so gut gefällt, könnt ihr natürlich trotzdem gerne ein Like da lassen. Ein Kommentar genauso. So. Da hinten ist noch ein Haufen. Vorsichtig. Das ist ja viel zu viel hier, ne? Wir hätten gar nicht alles planieren müssen, scheinbar. Aufgabe beendet. Aber wir kriegen noch richtig dicken Bonus, Alter. Guck mal. Dann fahren wir doch hier nochmal durch. Wir sollen noch 14 Büsche plattfahren. Ja, fahren wir mal hier an, ne? So, planiert. Einfach über die Büsche heizen. So. Was haben wir jetzt hier? Bin ich knapp vorbeigefahren an dem Busch. Ja, ich fahre hier einfach mal so im Kreis, ne? Guck. Grün, grün, grün. Zwei Büsche noch. So, also der hier. Das ist ziemlich abgezählt dann. Oh, vorbeigefahren. 209 Zerstörungsbonus haben wir schon. Und der letzte Busch. Yes, Vertrag abgeschlossen. Kriegen wir jetzt noch ein bisschen Bonus, wenn wir das letzte hier wegschieben? Also gerade am Anfang brauchen wir ja Geld, ne? Ja, guck mal, da haben wir sogar nochmal wieder Bonus gekriegt. Dann können wir hier nochmal... Fahren wir noch einmal, nochmal 4, 5, 6, 10, keine Ahnung wie viel Bonus. Und dann werden wir die Mission gleich beenden. Aber Bonus brauchen wir. Später werden wir vielleicht nicht mehr darauf angewiesen sein, aber am Anfang geht kein Weg dran vorbei. So. Well done. Job erledigt. So. Dann Enter-Taste. Wir haben es geschafft. Wir kriegen eine Belohnung von 800. Kontrakt beenden. So, 1000 immerhin wieder und 70 Erfahrungspunkte von 1000. Die Verträge sind die Haupteinnahmequellen für dein Unternehmen. Und da klingelt das Telefon schon wieder. Einige Verträge fordern spezielle Werkzeuge. Hatten wir gerade eben schon gesehen. Folge dem Weg zum Shop und kaufe eine Flex. Ja, cool. Nebenbei, du kannst zuvor besuchte Orte mit einem Taxi besuchen. Öffne einfach die Karte und klicke auf einen entsprechenden Ort. Auch ich fahre selber. Aber so ein Taxi ist ja auch ganz schick eigentlich hier, ne? Da kann man auch leicht mitfahren. Wo ist der Shop? Taxi. Weiter. Klicke auf den Ort, um einen zuvor besuchten Ort, um ein Taxi zu bestellen. Ja, nein, ich bestelle jetzt kein Taxi. Szenario, wir fahren mal da hinten hin. Da muss der Shop sein, oder? Das Schöne ist ja, wir haben unten dieses Navigationsgerät. Da wird der Weg immer angezeigt, wo man hin muss. Hier entsteht gleich wieder wahrscheinlich ein kleiner Ladebalken und dann kommen wir in ein neues Gebiet. Jo, zum Glück ist der Rechner nicht ganz so langsam. Das ist natürlich, wenn man jetzt viel hin und her fährt, wird es mit der Zeit ein bisschen störend, aber komm. Ist jetzt zum Glück keine lange Wartezeit, ne? So. Ups. Ich sag ja, die Maus ist recht empfindlich, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ansonsten hier von drin das Auto ist doch, Geschwindigkeitsding ist animiert, auch der Drehzahlmesser hier ist animiert. Ich glaube Kilometer und sowas wahrscheinlich nicht. So, können wir da hoch oder wohin? Fickt irgendwie so, oder ist das noch... Ja doch, das ist auch ein Hammer hier. Das sieht auch hier aus, als könnten wir hier shoppen gehen. Entdecke Crash Tools Shop. Ob wir den jemals wiederfinden, ich weiß nicht. Aber hier ist er auf jeden Fall. So, was geht hier? Hilfe, wahrscheinlich F, ne? Ja, guck, F. Flex kostet... Ja, kostet nur 500. Gut für das Schneiden von Metallrohren oder Blechen. Kauf das. Genau, akzeptieren. So,
War gespeichert oder was war das? Apropos speichern, Fenster schließen. Oh nein, da wird schon wieder... Ach, Leute. Manchmal musst du zu einem anderen Ort fahren, um einen Vertrag anzunehmen. Folge den Wegpunkten. Machen wir gleich. Ich will mal kurz mal gucken. Spiel speichern. Spiel wurde gespeichert. Oh, das ist schön schnell. Kann aber auch sein, dass es gerade eben eh ein Autosave war. Und ich muss ja sagen, ich weiß ja noch gar nicht, wie schnell wir uns hier auf dem Spiel wiedersehen. Wenn ja sowieso erst im nächsten Jahr. So, komm, fahr. Digga, Mercedes da vorne. Zumindest aus. Und das andere sieht noch. Ups, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, da geht ja ein bisschen Gas hier. Wollen wir mal überholen, wa? Oh, ne, wollen wir lieber nicht überholen in der Kurve. Achtung. Na. Das war ich nicht. Jetzt aber, komm, schaffen wir lange gerade hier. Ich weiß gar nicht, können wir hupen? So viele Tasten. Okay, ich weiß nicht, ob die Fahrzeuge, die KI hier uns die Vorfahrt klaut. Wir müssen ja gar schon weit fahren. Oh. Ja, das Fahrverhalten hier ist natürlich überschaubar. So, wo geht's hier längs? Okay, Richtung Seedorf. Entdeckt, Seedorf. Da haben wir gleich schon mal eine ganze Menge von der Karte kennengelernt. Schöner Rundumblick. So, ein Entdeckerweg zur Sunrise Valley. Boah, dann wollen wir mal weiterfahren hier. Wir gucken erstmal kurz auf die Map. Guck mal, da sehen wir, wo wir hin sollen. Unentdeckt. Unentdeckt. Na, wollen wir es mal entdecken. Gucken, ob wir hier denn die Hütten abreißen. Ne? Hatten wir doch letztens gesehen. Warte mal. Ja, Lizenz? Nein. Verträge. Der ist ja erledigt hier, oder? Aufgaben, wir brauchen eine Firma, die Innenwände in einem Gebäude abreißt und die Ruinen eines anderen Gebäudes planieren kann. Okay, das könnten wir auch machen. Und dieses Immobilien, da haben wir jetzt ja auch die Flex für gekauft und da wollen wir eigentlich hin. Da können wir... Karte anzeigen? Ach ne, wir müssen tatsächlich dann wohl erst hinfahren. Na gut. Aber auf Karte anzeigen, glaube ich, heißt, man würde dann den Routenplaner dahin schicken. So, fahren wir hier mal runter. Aber ein geländegängiges Fahrzeug. Stopp. Entdeckt Immobilien 4. Jo, da wollen wir hin. So, dann wollen wir mal gucken hier. Kaution. F, gib uns Kaution. Alte Hütten auseinander. Wir müssen diese entfernen, bevor sie jemand daran verletzt. Vertrag akzeptieren. Das machen wir auch. Den dritten Auftrag. So. Scharfer Schutt. Scharfe Trümmer beschädigen deine Reifen und Ketten. Du kannst die Schaufel der Planierraupe benutzen, um sie zu entfernen. Die Schaufel der Planierraupe? Also ich kann es wegschieben, oder wie? Na, hier soll man nachher erstmal vorbeikommen. Warte mal, wie geht das jetzt mit Werkzeug? Ich muss mal Hilfemenü wieder einblenden. Arbeitersinne, Menü, interagieren. Werkzeuge da. 1, 2, 5. Das nicht. Wo kann ich denn wegreißen? Schneiden? Soll ich das wegschneiden oder was? Das soll ich doch bestimmt nicht schneiden hier, oder? Das soll ich bestimmt wegtragen, ne? Oder was meint ihr? Ich trau das. Wenn ich das explodiere. Ich glaube, das hier sollen wir zerstören. Erstmal alles hier wegflexen. Sehr cool. Hier müssen wir auch wegflexen. So, genau, müssen wir erstmal gucken, was wegfällt. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen tiefer gehen. Wände. So, der steht noch. Ah, ne. So, haben wir hier drüben noch ein bisschen was. Weg damit. Aufgabe beendet. Das reicht schon, aber wir nehmen ja Bonus. Ach, wir kriegen gar keinen Bonus. Dann wollen wir auch nicht die Flex weiter beschmutzen. So, was haben wir jetzt hier oben noch? Zerstören. Zerstören ist auch ein Hobby. Dann kommen wir so nicht hoch. Kommen wir denn da hin? So, wo sind wir denn hier? Hä?
Was zerstören? Also doch, diese Hütten? Reiseholzhütten ab. Können wir denn mit der Planierraupe hier besser hinfahren oder wie? Erstmal nehme ich den Hammer zur Hand. Oder können wir das einfach... Ich glaube, wir müssen mit der Raupe fahren. Wo ist denn der Parkplatz? Hier vorne. Wir holen uns mal die Raupe. Das ist ein Bulldozer. F. Bulldozer, Fahrzeug liefern. Da ist er. Einsteigen. Auf geht's. So, zerstören. Achso, warte, da unten, das konnten wir wegräumen, ne? Oder wie war das? Das ist ein bisschen... Muss man aufpassen sonst. Also da können sonst unsere Fahrzeuge kaputt gehen. Das war jetzt nur mal schnell, um es zu testen, ne? Hat uns nichts gebracht in der Mission. Da müssen wir ein bisschen rundherum fahren. Und dann wollen wir einfach mal mit Wucht hier in die Häuser reinfahren, oder? Können wir Licht? Oh. Oder haben wir schon Licht an? Ich glaube, mehr Licht gibt es nicht, ne? Ein bisschen Licht hat er an. Oh ja, sehr gut. Was mit dem Dach? Kommt das irgendwie auf einmal runter und wir werden da unter begraben? Nö, ist egal, gut. So, einfach durchheizen. Das ist das Einfachste, glaube ich. Den Boden kriegen wir nicht weggekratzt, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen, da steht ja schon neues Holz. Ist auch hier, was ist 19:48 Uhr? Die Zeit ist egal, ne? Nicht, dass die Nachbarn sich hier nebenan beschweren, dass wir hier noch so einen Lärm machen. Sind da so viele Hütten? Ach, da unten sind auch noch Hütten. Hier ist auch noch eine Ecke. Da drüber gefahren. So, weg damit. Zack, zack, zack. Für mal, was für einen Bonus wir hier kriegen. Schon fast bei 700 Bonus. Kann ich hier runterfahren? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich teste es lieber nicht. Wir fahren rundherum. Die Hütten hier unten müssen wir nämlich auch einreißen. Ein bisschen. Oh, was? 47 ist unser Bulldozer ein bisschen zerstört. So, das ist also der Reparatur. Okay, wir müssen den Bulldozer gleich reparieren. Warum? Das wird doch ein bisschen zu rabiat. Mit dem Dach teilweise vorgegangen vielleicht. Ist durchaus möglich. Ich glaube, okay, da haben wir wieder Putz. Wir haben noch... Ja, wir haben es gleich geschafft. So, guck mal, hier nur noch minimal. Das reicht, aber wir wollen den Bonus noch mitnehmen. Guck mal, 1000er Bonus. Ich weiß natürlich nicht, was uns die Reparatur jetzt gleich kostet. Nur noch 36% heile. So, nehmen wir das noch schnell mit weg hier. Haben wir es geschafft. Wieder eine Mission. Schon die dritte. Läuft bei uns. In Demolition and Build Company. Unsere Company ist wieder auf dem grünen Zweig, würde ich es behaupten. Nein, soweit noch nicht. Warte. Jetzt können wir, glaube ich, aussteigen. Unser Werkzeug ändern hier auf 2. Und dann können wir irgendwie reparieren, oder was? Oder geht das jetzt nicht mehr, weil er... Folge ab, ich drücke Enter. Achso, einfach. Kostet das Geld? Einfach gedrückt halten. Nö, haben wir selber repariert. Wir können ja. Drücken wir mal Enter. Kontrakt beenden. Gib uns mal die 1000 Bonus. Es ist 75 Erfahrung. Ordentlich Belohnung. Und mehr Belohnung als eigentlichen Verdienst. So, ja, nehmen wir nochmal das Telefon ab, wa? Jetzt müssen wir eine neue Maschine zu kaufen. Was, jetzt müssen wir eine neue Maschine zu kaufen, wenn wir von der Konkurrenz bleiben wollen? Wenn du mehr Geld brauchst, schließe mehr Verträge ab. Es gibt eine Liste im Hauptmenü. Schau dir diese an. Hauptmenü,
Arbeitskräfte haben wir nicht. Verträge. Ja, zwei gibt's hier. Das, da braucht man einen Kompaktlader. Kompaktlader fehlt, haben wir nicht. Kompaktladerteil, Presslufthammer. Was? Also wir können nur die, wir brauchen eine Firma, die Innenwände eines Gebäudes abreißt und die Ruin eines anderen Gebäudes planieren kann. Können wir. Das andere können wir noch nicht. Obwohl das mehr Bonus bringt und alles, ne? Wahrscheinlich auch mehr Erfahrung. Auf der Karte anzeigen. Ich glaube, jetzt fahren wir dahin, ne? Na, auf geht's. So, hier müssen wir wieder hoch. Da müssen wir wieder ein Stück fahren. Aber wir arbeiten durch, ne? Verdiene genug Geld und kaufe einen Kompaktlader. Überprüfe die Karte und Auftragsliste. Ups. Ich habe gerade nur gelesen, ich habe gar nicht geguckt. Auftragsliste für mehr Details. Wo kriegen wir denn den Kompaktlader her? Auch bei dem Werkzeugshop? Muss ja eher ein Fahrzeugshop irgendwo sein, oder? Vermeide Fahrzeugkollision mit Gefahrenstoffen. Du kannst sie von der Abbruchzone wegtragen, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Ja, wissen wir. Boah, noch 560 Meter entfernt. Was ist mit dem Rückspiegel los? Ist ein bisschen blendet, ein bisschen. Ich gehe wieder in die Außenansicht. Sag mal, eindeutige Vorfahrt geklaut. Nicht. Frech. So, jetzt. Sag mal, viel zu langsam abgewogen. Eindeutig. Hier müssen wir hin. Ah, hier steht auch ein Kompaktlader. Ist der hier einfach zum Verkauf oder was? For sale. Und was ist for sale? Was kostet der Gerät? Preis 4. Oh nee, guck. Uns fehlen 18. Kauf das. Du hast nicht genug Geld für das Fahrzeug. Okay. Hat er uns hier umsonst hingeführt, ne? Fies. Trash Tool Shop. Dein Unternehmen. Bist du sicher, dass du da hin willst? Hol dir ein Taxi. Dein, ja, das kostet bestimmt Geld, oder? Trash Tools Shop. Ja, da können wir wahrscheinlich nicht noch viel mehr einkaufen. Das ist hier. Unentdeckt. Pickup. Wo sehen wir jetzt hier noch eine neue Mission? Auf der Karte anzeigen, habe ich doch gesagt. Wo sind wir denn hier? Industriegebiet. Ja, mein Taxi zu rufen. Ach so, ich war da noch nicht. Also wir müssen ins Industriegebiet. Aber ich kenne mich ja gar nicht aus. Wo sind wir jetzt überhaupt? In der Sunrise Valley? Und könnte mir jetzt hier nochmal jemand sagen, wo die Abfahrt zum Industriegebiet ist? Wir waren schon im Industriegebiet, oder? Weg zur Sunrise Valley. Ah. Warte, nein. Weg zum Industriegebiet. Ah, wir sind ja ganz nah dran. Machen wir noch, ne? So, wollen wir schon mal gucken, wo wir in die Richtung jetzt fahren. Ah, hier ist der Shop. Da sind wir in der richtigen Richtung. Kommt gleich eine kleine Abzweigung. Und dort hinter müssen wir rechts. Hier ist die kleine Abzweigung. Die lassen wir rechts liegen. Hier müssen wir hoch und dann müssen wir ins Industriegebiet kommen. Einen Auftrag machen wir noch. Gibt euch ja auch noch ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, wie ihr denn in der Zeit vom 24. bis 31. für das Spiel abstimmen wollt. So, guck mal, da, jetzt wird es auch rot angezeigt. Wir sind im Industriegebiet. Und hier waren wir vorhin schon. Jetzt müssen wir... Nee, ach, da ist jetzt ein roter Dings. Ach, falsche Richtung eigentlich. Wir drehen mal kurz. Schön einfach hier auf der Hauptstraße einmal drehen. Ja, Weihnachtsmusik im Hintergrund, leichtes Gedudel, gehört natürlich zu Weihnachten dazu. Um langsam in Weihnachtsstimmung zu kommen, also ich selbst bin es noch nicht wirklich.
Aber vielleicht hilft uns ja der Adventskalender hier. Ne? Das war jetzt das erste Türchen. Wir wissen ja, wenn wir das vierte Türchen geöffnet haben, dann ist auch Weihnachten. Überlegen rechts rum, oder? Das ist schwierig. Kann ich die Map unten nicht zoomen? Nein, das ist natürlich falsch. Oh, sag mal. Abreißen kann ich, ne? Gut. Ich weiß gar nicht, warum man wieder so einen komischen Weg einzeigt. Oder ist das einfach nur, weil wir da längs fahren? Oder weil er mich irgendwo hinführen will zum Kauf des Kompaktladers, den wir uns ja gar nicht leisten können. Merkt er noch nicht. Aber hier, guck mal. Das ist auch wieder ein großes Gelände hier. Wollen wir mal gucken, was wir hier so schön machen dürfen? F. Wir brauchen eine Firma, die Innenwände eines Gebäudes abreißt. Vertrag akzeptieren, das machen wir. Passendes Werkzeug haben wir. Brauchen bestimmt nur den Hammer. Und dann müssen wir noch ein bisschen hier zerstören. Müssen wir wieder planieren. Hier zerstören, da zerstören. Planiere die verfallenen Mauern und reiße die Innenwände ein. Innenwände einreißen, das kann gefährlich werden. Hier, kaputt machen. Sehr schön. Müssen wir da oben? Ne, doch, doch. Müssen wir sogar teilweise springen. Das sah hier noch ein Sport aus. So. Ich glaube, von alleine kommen die nicht runter, oder? Naja, 20. Knappes Viertel haben wir schon weggeheimert. Hier müssen wir auch tiefer gehen. Ich weiß nicht, wie gut, wie stabil die Mauer ist, wenn wir jetzt von unten wegreißen. Ja, zu stabil. Ich dachte, vielleicht ist ja auch so ein bisschen. Kommt es hinterher. Aber. Doch, kommt sogar hinterher, habt ihr gesehen? Das geht nicht. Die hier vielleicht noch. Klick, klick. Abreißen. Hier ist Regal im Weg. Und jetzt sollten wir mal gucken, wenn wir jetzt hier unten einfach längs gehen, ob nicht echt gleich alles in einem Rutsch runterkommt. Nur das wird heißen, wir kriegen ein bisschen weniger Bonus vielleicht, oder? Nee, das gibt einen dicken Bonus. Ja, schön Kettenreaktion. So wollen wir das haben. Das ist effektives Abreißen, würde ich mal behaupten. Jo. Nur noch den hier. Den hier. Hier steht auch noch so ein bisschen. Aber das ist mehr liegen geblieben, als es hier noch wirklich steht, ne? Ich will von uns, dass wir auch noch Schutz zur Seite räumen. Aber es gibt Bonus. Und den Bonus brauchen wir für den Kompaktlader. So, hier liegen noch zwei Stücken. Und erledigt. Wir sind gut. So. Spring einfach hier runter. Tut nicht weh, nein. Wir haben ja kein Schadenmodell. So, zerstöre hier die Wände. Dafür brauchen wir den Bulldozer. Wo ist das Pausezeichen? Oder Parkzeichen? Ist egal, ne? Hauptsache hier. Wir holen unseren Bulldozer-Fahrzeug liefern lassen. Da ist er. Schönes Fahrzeug. Wir arbeiten durch die erste Nacht, natürlich. So, geht da hier keiner mit. Einfach mal hier reinbrettern, ne? Bisschen hoch erstmal ansetzen. Wir wollen nicht schon wieder zu viel Schaden bekommen. Obwohl wir haben ja auch gemerkt, das kostet uns gar nichts, ne? Also vielleicht müssen wir da auch nicht zu vorsichtig sein, sondern einfach mal hier durchpreschen. Ja, kaputt machen ist schön, ne? Aber irgendwann wollen wir auch bauen. Aber das Ganze, ja, werden natürlich dann, wird dauern. Also insgesamt, finde ich, macht Demolition Build Company 2017 auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Für mich zumindest. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Denn wir kommen zum Ende des ersten Türchens. Die Mission machen wir natürlich noch zu Ende hier, die letzten Wände. Jetzt werden wir nochmal den Vertrag abschließen. Wir brauchen eine Firma, die Innenwände haben wir geschafft. Kontrakt beenden. Somit haben wir jetzt 5300, haben wieder 70 Erfahrungspunkte gewonnen, sind noch ein bisschen weiter weg von 1000.
Aber auch wenn ihr Bock habt, von dem Spiel mehr zu sehen, hinterlasst ein Like, hinterlasst einen Kommentar, schaut euch das Video an. Mehrmals meinetwegen, wenn ihr Bock habt. Und vor allen Dingen stimmt mit ab Weihnachten bis Silvester. Machen wir dann die große Abstimmungsrunde. Aber ja, es kommen natürlich noch 23 weitere Türchen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr da wieder auch dabei seid. Danke euch natürlich für eure super Unterstützung. Und dann freue ich mich. Bis morgen und tschüss.